erscheint meine Schwester jeden Dienst, nämlich beim Ballett. Wir sind heute auf einer Villa, wo es hergeht flott und nett. Prinz Orlowski, der reiche Soutier, gibt heute Abend dort ein Grand Souper. Kannst du eine Toilette von deiner Gretchen annexieren und elegant dich präsentieren? So will ich gern dich ein dort führen. Und mach dich frei nur, und ich wette, dass wir gut uns amüsieren. Langeweile gibt es wieder, so schreibt meine Schwester Ida. Ach, ich glaub, sie zweifle nicht, wer gar zu gern von der Partie. Aber spielisch ist die Geschichte, wenn ich nur so, ist nicht nur mir, ist nicht nur mir. Ach, wenn ich jedes Deutschen will, so liegen die Kante hin und her, wenn mich in die Wunde untergelegen, in den Thank you.
So ein Pillerl beruhigt doch enorm. Die Tante, der Alfred. Rosa. Linda. Ja. Rosa Linda. Bella figlia dell'amore. Alfred! No. Aber warum denn nicht mein Freddy und mir die Arme geschlagen? Weil ich jetzt verheiratet bin. Aber das macht doch nichts, das geniert mich doch nicht. Ja, aber mich, ich bitte Sie, entfernen Sie sich augenblicklich. Aber geh jetzt, wo ich gerade erst kommen will. Ach, wenn mein Mann käme, ich fürchte mich zu Tode. Von deinem Mann fürchtet sich jetzt niemand mehr. Der brummt. Schauen Sie einmal nach dem Feigen, der brummt. Entsetzen! Bitte! Mein Mann muss jeden Augenblick zurückkommen. Bitte, ich beschwöre Sie, entwerfen Sie sich augenblicklich. Also gut, unter einer Bedingung. Ja. Schwöre, dass ich wiederkommen darf, wenn du allein bist. Das ist ausgeschlossen. Ja, dann muss ich leider da bleiben. Aber gut, ich schwöre. Na gut, ich gehe. Na, leben Sie wohl. Nein, leben Sie wohl, Rosel. Wo warst du denn? Auf Wiedersehen, Rosel. Ich darf, gell? Ja. Seh die Folge, wenn ich dein, holde Rosa. Wenn er noch nicht singen würde. Die Stimme macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich muss noch ein Bild nehmen. Was ist denn das? Mein Mann schreibt mit seinen Advokaten. Ein Trottel zu einem ausgemachten Trottel. Letzten Endes nichts. Nein, mit solchen Advokaten ist verkaufbar und verraten. Da verliert man die Geduld. Nur Geduld! Nur Geduld! Hat das jetzt die Sache beendet, hat's noch schlimmer sich gewendet. Und daran ist der nur schuld. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Ja, wer ist ganz allein nur schuld? Wir hören doch! Das ist nicht wahr! Du wirst schon sehen. Was ist geschehen? Erkläre ihn! So höre mich! Nein, das will ich verteidigen, mich! Ersparen Sie sich diese Mühe, so etwas ist nicht zu verteidigen! Wir sind die Folter mit der Leiter! Oh, Herr Mut, warum die Wut? Herr Mut, das war's drin, mein Star! Herr Eisenstein, für Mann zu schreien! Sie schottern ja bei jedem Mord! Sie schützen ja wie eines Haar! Sie quälen wie ein Hahn! Sie sind ein Frauenhahn! Sie sind ein Flöder! Sie sind ja wie ein Hahn! Sie haben doch ein Fieberball und Fieberball! Sie haben doch ein Fieberball! Evitieren, hört sie auf, es ist genug. Kalkulieren, motivieren.
Wenigstens noch mit dir supieren kann. Ja. Der Schreck ist mir durch den Baum gefahren. Was sagst du? Ich habe einen Mordshunger. Ah, Adele! Adele! Aber was ist hier denn? Du weinst, aber doch nicht um mich. Aber wo? Meine arme Tante! Stell dir vor, ihre Tante ist wieder krank. Was, deine Tante? Die habe ich doch gerade vorhin getroffen. Und da war sie quietschvergnügt. Ja, das war bestimmt ihr letzter Quietscher. Ich werde sie nie wiedersehen. Okay, Adele. Adele, komm. Zuerst holst du mir aus dem goldenen Löwen ein opulentes Abschiedsdiner. Was darf denn sein? Also eine Schöberlsuppe. Eine Schöberlsuppe. Ein Tafelspitz mit einem Fettrandel. Einen Tafelspitz mit einem Fettrandel. Apfelkrein und Schnittlauchsauce. Selbstverständlich. Halt! Die Möhlspeis. Ein Kaiserschmarrn mit Fetschenreste. Ein Schmarrn? Was? Ja. Und Schmarrn, bitte sei so lieb und hol mir meinen ältesten, schäbigsten Anzug herunter. Ja, warum denn das? Na, für den Arrest. Herr Dr. Falk. Der hat mal sehr geehrt. Servus. Ja, sehr geehrte, gnädige Frau. Küss die Hand, Jesus. Ich gratuliere, dass Sie den Tyrannen ab 8 Tagen loswerden. Und auch dir, mein Lieber, Kompliment, Kompliment. Immerhin 3 Tage Zulage. Da muss man ja Protektion bei Gericht haben. Sehr lustig. Bitte machen Sie keine Witze, Herr Doktor, sondern halten Sie den armen Gabriel an die Flau. Ich hole dir mal die Kleider. Ihn aufzuheitern, deswegen bin ich ja gekommen, verehrte Sie, gnädigste. Reizendes Negligé heute, schauen wieder entzückend aus. Wisst ihr? Und du, was ist denn? Ich hab was für dich. Eine Einladung für heute Abend zu einem fürstlichen Souper. Mit den farbehaftesten Frauen Wiens in die Villa des Prinzen Orlowski. Ne? Orlowski? Ja, den kenne ich nicht. Ja, der Orlowski, der Champagner Orlowski. Ja, den kenne ich nicht. Das ist das Laurent Josef, der Bier, der Senf, der Öl Orlowski, hat den Käse, der junge Russe, der jeden Tag irgendwas Neues erfindet, um möglichst viel Geld loszuwerden. Dem Manne kann geholfen werden. Von meinem Arrest. Ja, darüber machst du morgen Sorgen. Heute kommst du mit mir. Zum Orlowski, du. Der hat die ganze Oper eingeladen. Was, die ganze Oper schon? Ja. Die alte Garde? Naja, ein paar Wachteln sind schon dabei, aber im Großen und Ganzen der gesamte jugendliche Nachwuchs. Das Ballett. Die sogenannten Ratten. Die Ratten? Ja. Mein Arrest. Hör auf mit dem blöden Arrest. Kennt mich denn der Prinz überhaupt? Na, sei mir nicht böse. Wer kennt dich schon? Aber mich kennt er. Und ich habe ihm erzählt, was du für ein fescher, junger, schlanker Bursch bist. Geh hör auf. Du, ich habe ihm auch gesagt, was wir schon so aufgeführt haben miteinander. Erinnerst dich der Maskenball? In Schönbrunn, yes, du als Schmetterling, ich als Fledermaus. Meiner Lebtag nicht vergessen. Yeah. Wie ich dich in der Früh total besoffen auf dem Marktplatz aus der Kutsche ausgeladen habe. Und du musstest unter dem Geschrei der Marktweiber und Gaspumpe aus. So werde ich meiner Lebtag nicht mehr lachen. Ich auch nicht. Findest du eigentlich nicht, dass ich dir dafür noch eine Revanche schuldig bin? Eine Waschi. Dazu gehören immer zwei. Ein Gescheiter und ein Dummer. Ja. Und was soll denn Tat
nicht vor dem Abend loben. Nein. Sag mal, also, wie spät ist es eigentlich jetzt? Oh, die berühmte Uhr. Allerneuestes Modell. Ja. Mit der habe ich noch jede gekriegt. Ja, ich weiß nicht, du versprichst sie einer jeden. Aber bekommen hat sie noch keine. Also, du kommst. Was? Komm mit mir zum Souper. Es ist ganz in der Renne. Hier in der stillen Kammer laborierst an Katzenjammer. Sollst du dich des Lebens freuen, ein edler Bruder sein. Bayerinnen leicht und beschwingt in den blendendsten Toiletten, dessen dich mit Rosenketten, wenn die Polka lustig klingt. Freundchen, glaub mir, das verjüngt, das verjüngt. Bei rauschenden Tönen im blendenden Saal, mit tollen Sirenen, mein Göttermal, da fliehen die Stunden in Lust und Scherz, da sollst du gesunden von allem Schmerz. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein, musst du etwas tun, dich so zerstreuen. Siehst du das ein, was sie sein, bedeut ich allein. Doch meine Frau, die darf's nicht mehr. Mein Abschied, zier dich in Küssen, sag's liebe wohl, mein süßes Kätzchen. Nein, mein Mausel, sage ich, mein süßes Mausel. Süßes Mausel, geh als Gotze, schleich dich jetzt aus dem Hause mich. Und während sie schläft ganz fest, gehst du statt in deinen Arrest. Mit mir zu dem himmlischen Fest! Ich führe dich ein als Fremden. Markierener sollst du dort sein, so wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär schon erbötig. Du musst! Wenn du... Du musst es vergönnen. Zur Gesundheit ist ja nötig. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir dein Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich doch so was tun, mich so zerstreut, so kommst du. Wer verlierst du? Ja, ich bin dabei. Teufel mit der Rand der Reihe. Eins, Bild! Gedacht, ein bisschen Bewegung tut ihm gut vor dem langen Sitzen. Also sowas von Trost. Ja. Ich gehe jetzt direkt verschwind in den Haus. Deine Kleider. Verzeihung. Was soll denn das sein? Seine Kleider, ja, bitte holen. Sie können ihn doch nicht so in das Gefängnis schicken. Wenn der so hinkommt, da sperren sie ihn sofort zu den Schwerverbrechern. Da wird er dann ganz verdorben. Der gute Bo. Das haben wir nicht bedacht, ja. Ne? Ja, für mich ist es jetzt höchste Zeit, nämlich ich muss mich verabschieden. Christian, war mir ein ganz besonderes Vergnügen. Christian, wiedersehen und grüß mich, lieber Gabriel. Was? Grüß mich, die Ratten. Die Ratten? Die, was? Die Ratten? Ja, in jedem guten Gefängnis gibt's doch auch Ratten, ne? Und wenn sie dich beißen? Dann beiß ich zurück. Jetzt das! Mein Falke hat vollkommen recht. Die Gefangenen müssen standesgemäß im Arrest erscheinen. Ich werde dorthin gehen in Frack und Zylinder.
Einsperren können Sie mich. Erniedrigen? Nie. Sei stolz auf mich, Mauserl. Ich weiß, wie ich mich kleide. In schwarzen Samt und Seide. Mit einem Chapeau bas, gleich bin ich wieder da. Der spinnt. Mir scheint, der freut sich noch auf den Arrest. Und das ist der Dagero. Der eine hat den Verstand verloren, der andere ist übergeschnappt. Wenn ich bloß wüsste, was ich mit dem einen mache, wenn der andere aus dem Haus ist. So eine Frau, ja? Dann lass mal die Suppen, verstehst du? Sag mal, Adele, gute Frau, wie geht es eigentlich deiner armen, kranken Tante? Ja, also, wie es halt so geht. Bist du eigentlich sicher, dass diese arme, kranke Tante nicht ein gesunder, junger Onkel ist? Aber keine Frau, was glauben Sie denn? Naja. Adele, Nichten haben Pflichten. Du bist heute Abend frei. Also, aber die Gnädige hat's mir doch vorhin abgeschlagen. Ja, vorhin war ich schlecht aufgelegt. Jetzt bin ich gut aufgelegt. Weil der Gnäher einsperrt wird. Bist du ruhig? Wenn er aus dem Hause geht, kann's gehen. Oh, Christian! Schwirren durch die Lüfte. Linkes Fuß aus. Rechtes Fuß aus. So, jetzt duft ich. Jetzt verduft ich. Ohne zu supieren? Ja. Wenn die Ratten dich benagen, hüte dich vor vollem Magen. Wie bitte? Alte chinesische Spruchweisheit, Bach, liebes Bach. Gabriel! Mein armer Gabriel! Ah ja, meine arme Rosalinde. Süße Träume, mein Schatzer, mögen dich umgaukeln, während ich die ganze Nacht ruhelos durchwalzen werde. Was? Durchwachen werde. In solcher Situation hat man nur die Möglichkeit, entweder vor Schmerz vergehen, oder sich voneinander loszureißen. Also, reißen wir uns los. Schleier,
was soll das Klagen frommen? Den Kopf verliere ich hier. Mein Kopf ist ganz verdummen. Die Beine ist ganz verdummen. Das ist aber lieb. Lieb und aufmerksam. Wir machen keine Umstände. Nein, du hast ganz recht, die mache ich sowieso. Aber was tun Sie? Bequem mache ich sie. Aber jetzt schon? Und zwar im Schlafrock des Hausherrn. Ja? Steht er mir nicht ausgezeichnet? Das hat mir noch gefehlt, um Gottes Willen. Schatzi. Du. Sag einmal. Freust du denn gar nicht? Du, auf heute Nacht? Ja, das ist doch wirklich so arg. Und morgen früh, Rosel? Früh? Zum Frühstück? Frühstück. Kein Milchkaffee, sind Sie gurig geschlagen, sondern was Anständiges. Alfred. Rostbeef. Rostbeef. Kaviar. Kaviar. Harte Eier. Aber Alfred! Rosel, wir werden es brauchen. Alfred, ich bitte Sie, ich beschwöre Sie. Ich habe meinen Schwur gehalten. Mehr können Sie von mir nicht erwarten. Rosal, einmal. Aber Alfred. Ein einziges Mal, weißt du, zwei. Aber Alfred, wollen Sie die kompromittieren, die Ihnen einst teuer war? Aber nein. Jö, ein Tocker. Das Beste für die Hochzeit. Der macht mich wahnsinnig. Aber das macht doch nichts. Beruhig dich, Rosal. Zuerst trinken wir, dann singen wir und dann... Na, bloß nicht singen, das macht mich schwach. Trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinke, mach die Augen hell. Sing die schönen Äuglein klar. Siehst du alles schlicht und wahr. Siehst, wie heiß wir lieben ein Traum, der uns täusche zehr. Siehst, wie im getreue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Flieht auch manche Illusion, die dir einst dein Herz erfreut. Gibt der Wein dir Tröstung schon durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu Sing with me,
trinken macht die Augen hell. Mach doch nur kein bös Gesicht, sei im Schluss, ich grolle nicht. Brachst du einmal auch die Treu, das sei dir verziehen. Schwöre wieder mir aufs Neu, und ich glaub dir kühn. Glücklich macht uns Illusion, ist kaputt die ganze Freude. Sei getrost, ich glaub dir schon, und bin glücklich wahr. Glücklich ist, lebe dies, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, lebe dies, was nicht zu ändern ist. Vergnügen nicht versagen, Ihren renitenten Herrn Gemahl, der schuldig in sein Stillleben zu geleiten. Aber mein Mann ist... Nein, er trinkt ziemlich viel. Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke nach die Augen hell. So seien Sie doch endlich ruhig, wir sind nicht alleine. Sie geniert mich doch nicht. Kling, kling, sing mit mir, trink mit mir, sing mit mir. Mein Wagen wartet draußen. Ich hoffe, Sie werden keinen weiteren Widerstand leisten. Nein, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Ganz richtig. Ich sehe, Sie fassen die ganze Sache von der humoristischen Seite auf. Trink mit mir, sein, drum kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Was soll ich tun? Ich bin nicht der von Eisenstein, bin ich der, den Sie suchen. Sie sind es nicht. Zum Teufel, nein! Nur Ruhe, nicht verfluchen. Mein Gatte sei. Sollte ich ja hintergangen sein? Mir scheint, dass Sie mir mein Herr, was denn, wenn Sie von mir das mit einem Fremden Oh!
Da halt ich selbst noch invitiert. Drum lassen Sie uns gehen. Ja, lassen endlich Sie uns gehen. Sie finden gewiss doch einen Gemahl. Wir brummen vielleicht in demselben Lokal. Wo schonen Sie mich? Ganz sicherlich. Wo schonen Sie mich? Ganz sicherlich. Folgen Sie uns schnell. Mein Wagen ist zu schnell. Drum fort, drum fort, drum schnell. Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Für Vögel flattern ein und aus und finden Freikartier. Drum lade ich Sie ganz höflichst ein, verehrt, dass da ich bin. Dort auf mein Wert, der Gast zu sein, dort auf mein Wert, der Gast zu sein, verehrt, dass da ich bin, ich bin spazierens gefälligst. Wenn es ein Lust jawohl, so will ich gehen. Beschweigen Sie! Es soll geschehen. Drum fort, schnell fort. Gleich will ich mich bequemen, doch erst noch Abschied nehmen. Das ist ein Wahnsinn. Mein Herr, es ist Schatz. Ein Küsschen noch, dann hab ich mich. Nein, nein, genug, wir müssen schlafen. Ein Küsschen gibt Trost mir im Leide. Mein Herr, genug Verzehrgeteilt, wir kommen nicht zu Ende heut. Genug, es ist jetzt Zeit. Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Wie viele flattern ein und aus und finden frei Quartier. Dann lade ich ganz höflich ein, dann auch sein Gast zu sein. Die Füße von der Hand sind ein, das wird das Beste sein. Ach, wir sind bestimmt mit Ihnen noch zu viel. Hier ist Ihnen keine Sorge rein. Schicksal ist sich schön, Sie sollten hinterfüllen. Denn vor uns ein Thank you.
Noch nicht. Bin doch gerade erst gekommen. Um Gottes Willen. Was? Na, wer hat dich eingeladen? Du doch. Ich? Du hast mir doch einen Brief geschrieben im Brief. Mit der dringenden Bitte, mich in Grande Toilette im Palais Orlovsky einzufinden. Na, da bin ich. Jesus, was? Da hat sie dir einen Spaß mit dir erlaubt. Einen was? Ein Spaß. Mit mir, mit dir. Na, wenn ich denn... Lass unsere arme Tante krank werden, bade mich in Tränenfluten, um einen freien Ausgang zu bekommen. Stille, Raum! Halt die Bank! Raube! Unter Lebensgefahr meiner Gnädigen das schönste Kleid aus dem Schrank. Und da hat sich wer einen Spaß mit mir erlaubt. So eine Gemeinheit. Ja, freilich ist deine Gemeinheit. Gib Ruhe jetzt! Was willst du denn jetzt machen, du, ein Stummädel in unserer Gesellschaft? Also, so fein bist du wieder auch nicht mit deiner Balletterei. Zweiter Zwerg von links, mit Vorbord. Ohne Bord. Ist ja wurscht. Toilette, das rasch nicht, Josa, du Toilette, was dann? Deutsch, Herr. Na gut, also was geschieht denn jetzt? Ja, bleib halt da. Weißt was? Was? Ich stell dich als Künstlerin vor. Ja, wunderbar, als Künstlerin. Ja. Oh, mach doch nicht. Ja, mit Gusto, das verstehe ich. Husch, das verstehe ich. Tartaren sagen, auch der klügste Bär kann keine Eier legen. Slava, Slava. Savai. Doktor. Bitte sehr. Ich kann nicht mehr lachen. Alles langweilt mich. Meine Millionen sind mein Unglück. Na, das Unglück möchte ich gern mit Ihnen teilen, durchlaucht. Aber ich verspreche Ihnen, dass Sie heute noch lachen werden. Was Sie meinen? Ja, ja, ich habe mich nämlich bemüht, einen kleinen dramatischen Scherz vorzubereiten. Nun, wie heißt das Komödie? Die Rache einer Fledermaus. Titel gut. Danke. Ivan Botka. Schort, ja. Der Junge ist der Prinz. So jung schon Prinz. Jugend schimpft verarmt ihn nicht. Hier ist schon eine meiner handelnden Personen. Ah, wohl die Hauptdarstellerin. Ja, ja, die gerissene jugendliche Naive. Bin doch lach gestanden, Fräulein Olga, meine Milchschwester. Wir hatten nämlich die gleiche Saison. Olga, das ist Name aus meiner Heimat. Gavarite Paruski. Wie bitte? Gavarite Paruski. Ruski, na. Das ist mir zu kalt. Na, Steuer, doch, dafür ist sie Künstlerin. Ah, ja. Künstlerin, ich liebe Künstlerinnen. Besonders die Angehenden. Sind Sie angehend? Na ja, es geht an. Schupf doch nicht. Arcomance, la roulette, maintenant. Ah, war Roulette. Meine Damen, hätten Sie vielleicht die Güte mit dem Inhalt in der Bildtasche? Ihr Glück zu versuchen. Es langweilt mich täglich, wann ich gewinne. Nein, mit dem großen Glück! Aber wenn wir Pech haben sollen... Na, da werde ich doch Glück haben, Sie bald wieder bei mir zu sehen. Na, wie gefällt der Prinz? Ein schöner Mensch! Sagen Sie doch, Doris Olga, ein Künstlername. Ja, aber wo? Eigentlich heißt sie doch nur Adele und ist die Kammerzofe unseres Helden, ne? Was ist das? Ja, das Wort, der Klavier, ich verstehe denn nicht. Was? Marquis Renard. Marquis Renard. Ah, das ist ja unser Held selber. Ah, prassi, prassi. Prassi. Prassi, prassi, prassi. Prassi, prassi. Was ist das? Servus, servus. Ich habe noch riesige Schwierigkeiten gehabt, mich von meiner Frau auf mein Zimmer. Ich muss... Du fäschest das. Yeah. Gehen wir's an, ja, ja. Ich heiße Sie willkommen, Martin. Wer ist das fesche Bierchen? Seine Durchlaucht, der Prinz Orlovsky. Maria, pardon, kaiserliche Durchlaucht. Ich habe mir Prinzen immer ganz anders vorgestellt. Kosaken sagen, Pferd erkennt man nicht am Gang, sondern an dem Hafer. Und an die Äpfel. Humor, ne? Ivan, der Junki. Sie, Gospodin. Sagen Sie, lieber Marquis, sind Sie ein Mann von Ehre? Nein,
kann nicht klagen. Dann sagen Sie mir auf Ehre und Gewissen, lieben Sie Wodka? Wenn es sein muss. Es muss. Ja. Trinken Sie Nazdarovje. Wie bitte? Nazdarovje. Kann man nichts machen, ne? Glücklicher Marquis, Ihnen kracht noch Wodka. Boże mój. Ich sehe, Sie lieben Wodka. Sehr. Na, dann trinken Sie noch ein Glas. Ich möchte Sie nicht berauben. Trinken Sie. Danke. Setzen Sie sich. Wahnsinn, der Wodka. Setzen Sie sich. Ich sitze ja schon. Eigentlich sollte ich ja schon lang sitzen. Ich muss Sie nämlich noch mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Ich lade gern mir Gäste ein, man nimmt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, auch bis zum hellen Tag. Dann weile ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Wenn das, was mir als Wirt steht, frei, dann ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es vor mir, sich jemand hier bei mir, so fahr ich ihn getötet, er wieder zu dir. So fahr ich ihn getötet, er wieder zu dir. Und fragen Sie, ich wüsste, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Ja, warum denn bitte? Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Wenn sich jeder, der sich langweilt, hinausfliegt, wenn sich alle köstlich amüsieren. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein, und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas und Glas ich ein, damit ich Widerspruch. Ich leide gar nichts, fällt sich fein, ich will nicht hart genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich zieret mir ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Fräulein Olga, Fräulein Ida, Marquis Renard. Ja, ich zeig, dass du Komödie spielen kannst. Frechheit, steh mir bei. Marquis, Sie machen ein verteufelt dummes Gesicht. Doktor, ich glaube, ich werde heute doch noch lachen. Sagen Sie, Fräulein Olga, sind Sie schon immer ein Fräulein Olga gewesen? Ah, sagen Sie, mein Herr. Sind Sie schon immer ein Marquis Renard gewesen? Diese Ähnlichkeit. Mit wem, mein Herr? Mit wem? Das kann ich nicht sagen. Ja, was? Sagen Sie doch. Nein, ich kann es nicht sagen. Das sagen Sie doch. Also bitte, wenn Sie es unbedingt wünschen. Ja. Mit meinem Stummadel. Ich Stummadel, Ida. Ich bekomme meine Margarine. Und meine Herren und Frauen, hier gibt es keinen Spaß. Zur rechten Zeit die Kanonen. Was gibt's? Was gibt's? Erzähl doch was. Sehen Sie, das Fräulein zierlich, der Herr Marquis
und galant. Hip und galant. Das musste mich verwirren. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie soll müssen auch verstehen. Errate ich, ja genau es ich, die Leute anzusehen. Und die Hand ist doch wohl nur so heiß. Hab ich Füßchen zu sehen, es bleibt. Die Sprache, die ich fühle, hat die Teure, die Teure. Genug ausgelacht. Ja. Und bitte Sie vor allen Gästen und seiner kaiserlichen Durchlauch um Pardon. Ja. Oh, wenn Sie um die Gnade flehen. Bitte, ja. Es sei Ihnen verziehen. Danke. Aber nehmen Sie sich in Zukunft vor schönen Kammerzofen in Acht. Ah. Chevalier Chagrin. Chevalier Chagrin. Der Gefängnisdirektor fragt. Ah, gut. Prassi. Ich heiße Sie im Namen seiner Durchlauf auf das Herzlichste willkommen, lieber Chevalier. Verzeihung, Durchlauf, dass ich etwas spät, aber die Umstände... Bitte, bitte, keine Umstände. Meine Gäste sind bei mir zu Hause. Das ist um Ihres, danke. Gestatten, dass ich vorstelle. Bitte gerne. Chevalier Chagrin. Ja. Marquis
Renard. Ja. Landsleute, parrachot. Der wird doch nicht Französisch mit mir reden. Also komm jetzt, red, parle, parle, s'il vous plaît. Ah, Monsieur le Marquis? Oui. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur, serviteur. Bitte, noch mehr gibt's zum Malheur. Ah, vous êtes aussi français, aussi? Aussi. Aussi, möchte ich. François Chabron. Einfach Franzl. Gabriel Renard. Einfach Schabi. Oh oui! Ah, la France. La France? Ah, Paris. Paris. Lyon. Oh. Toulon. Toulouse, monsieur Toulouse. Lautrec. Oui. Marseille. Massage. Ne pas se pencher au dehors. La Côte d'Azur. Ah. La mer. Oui. Oh. La père. Le père. Le père? Ah, c'est vous, je me dis. La grand-mère. Ah, c'est ça. Ça. Les rats du ballet. Oh! Les grandes toilettes, monsieur. Oh, 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 oh. Toilette? Oui. Grand. Grand. Zweite Tür links. Monsieur, vous êtes extraordinaire. On ne soit que mal y pense. My home. Is my castle. Das war jetzt Englisch. Was Englisch kann ich auch? Das habe ich gar nicht gewusst. Aber Herr Schabi, wir verstehen doch kein Wort. Also uns ist die deutsche Konfektion viel lieber. Ich rede zwar ungern mit einem Landsmann Germain, aber indes da die Damen es wünschen, Patokak. Der Marquis wirklich gloriert, was? Sagen Sie durchlacht, wann wird denn endlich soupiert? Ihr habt schon einen Riesenflammo. Die Herrschaften müssen noch ein wenig gedulden, wir warten noch. Eine Dame. Eine Dame? Ja. Kelloreur. Und zwar eine ungarische Gräfin, die aber gewisse Rücksichten zu nehmen hat. Die Ärmste ist wohl verheiratet. Ja. Und noch dazu mit einem eifersüchtigen alten Esel. Das ist die Männerblödsinn. Ja, deswegen ist die Ärmste auch gezwungen, gewisse Rücksichten zu nehmen. Sie muss nämlich maskiert erscheinen. Ja. Ja, mit einer Maske, ja. Und ich bitte Sie, Ihre Maskenfreiheit zu respektieren. Ja, ja. Aber selbstverständlich. Die Kallmücken sagen nämlich, solange die Nachtigall singt, muss man den Spargel stechen. Darum schlage ich vor, dass wir noch ein wenig in den Gemächern promenieren, bevor wir uns den Genüssen der Tafel hingeben. Heute Nacht haben wir sehr viel für ein süßes, herziges Uhr. Ist sie nicht reizend? Ich hoffe, ich habe heute noch Gelegenheit, sie einer Künstlerin zu verehren. Ich habe nur keine. Und ich habe nur die eure. Den Quietscher kenne ich. Das ist doch Adele. Doktor! Ich bin's. Ja, Sie, gnädigste! Ich hätte Sie ja niemals erkannt, ja fabelhaft! Sie haben mir doch geschrieben, Fräulein Gabriel darf mich nicht erkennen. Ja, ist er wirklich hier? Mein Gott, überzeugen Sie sich selbst, gnädigste, bitte. Ja, das ist doch die Adele! Noch dazu in meinem eigenen Kleid. Ja. Nur warte, dir werde ich ein Rezept für deine arme, kranke Tante verschreiben. Ja, aber bitte nicht hier, haben wir versprochen. Sorge. Ja. Das Pulverfass wird erst morgen explodieren, aber dann mit einem fürchterlichen Krach. Ihr
Gregor, lieber Marquis, ist ein wahrer Talisman. Ich habe ja schon unzählige Eroberungen zu verdanken. Ist nicht wahr? Wenn das Ihre Frau wüsste, dann ist Servus. Die liegt jetzt zu Hause in ihrem Bett und träumt von ihrem süßen Gabriel. Und weiß nicht, wie viel es geschlagen hat. 5 vor 12, mein Lieber. Wo wohnen Sie eigentlich, lieber Marquis? Ja, da links herum eigentlich. Nur 5 Minuten. Ist das möglich? Ja. Genau wie ich. 5 Minuten und rechts herum. Also. Dass wir uns noch nicht begegnen sind. Wir wollen Freunde sein. Ja, das muss ich erinnern. Servus. Sag mal, wieso lachst du schon wieder so blöd? Ja, weil ich... Also ich finde es halt eigentlich komisch, wenn sich Männer in Gegenwart einer schönen Frau umarmen. Und wo ist die Werte? Ich torrepe! Jesus! Die ungarische Gräfin. Die wird wahnsinnig auf mich fliegen. Was ist denn das? Überlassen Sie mir. Mir widersteht keine. So. Veni, vidi, vici. Ja, bums dich, da liegt sie her. Also dann, mein Lieber. Beaujolais. Chateauneuf du Pas. Jetzt aber Bouillabaisse, ne? Da. Was für ein reizendes Damenürchen. Ist sie nicht reizend? Bitte schön, wo kauft man allerliebstes Damenürchen? Bei Damenürchenmacherchen. Ein Talisman. Ein Sesam, öffne dich. Sie sind also nicht verheiratet? Schau ich so aus? Spitzknabe! Pardon, gnädigste, wollen Sie nicht ein bisschen Ihre Maske lüpfen? Heute nicht, aber morgen. Morgen kann ich leider nicht. Morgen habe ich andere Sorgen, ne? Morgen habe ich eine geheime Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielleicht ich werde auch dabei sein. Zum Aufbeißen. Wenn ich bloß die Uhr haben könnte als Corpus Delicti. Dieser Anstand, so manierlich, diese Taille fein und zierlich, und das bisschen, das mit bisschen Glück man bedenken sollte. Nur ein Auge und Wort. Im Arreste, Kommission, das Beste, denkt ans Wissen, statt ans Böse, warte nur vom Bösewicht. Du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht. Ach, wie leicht könnt es entschweben, ich heule Zauber nicht, bist du nicht die Maske. Sie werden nicht geschehen.
nicht sein, denn nach der 7 kommt erst die 8. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln? Und ich? Den Schlag des Herzens sollen Sie und ich den Dicknack Ihrer Uhr. Ich bitte auf 5 Minuten nur. Jetzt zählen Sie, mein Herr Martin. Ich bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Wie will die Uhr sich annexieren, meine Uhr? Danke vom Herzen. Ich wollte nur. Wir lieben zu scherzen. Sie zuletzt wäre, meine Uhr, hätte ich sie wieder nur. Das Recht zu verhüllen oder zu enthüllen. Schön. Was immer ihr beliebt. Also ganz ungeniert, meine Holde. Ja, die Holde geniert sich leider gar nicht. Meine Uhr ist futsch. Wo ist sie denn? In ihr Dekolleté. Um Gottes Willen, wir sie ja nie mehr finden. Ich glaube, meine Herrschaft, dass sie gar keine Ungarin ist. Ich? Keine Ungarin? Wer garantiert uns wirklich, dass sie eine echte Ungarin ist? Wer, bitte? Der Musik! Bojemoi, der Musik! Klänge meiner Heimat! Ivoi, Charlos! Klänge! Yeah.
die Geigen klingen, muss der Magen singen. Also auf, meine Herrschaften, zu Souffle! Zu Souffle! Ja. Zwei fidele Brüder und noch unverheiratet. Was? Sie sind also doch verheiratet! Oh, meine Hofflinge! Ja, Hofflingen Sie ruhig weiter. Man weiß nie, was kommt. Leck, weg von Esterstein, dreckiges! Ja, also es war vor zwei Jahren Dr. Ja. Falke und ich auf dem Schönbrunner Maskenball. Ja. Ich als Schmetterling! Und Falke! Wir werden das nie erfahren, als Ross! Als Fledermaus! Und in der Früh habe ich ihn dann total betrunken auf dem Marktplatz aus der Kutsche ausgeladen und er musste mit dem Geschrei der Marktweiber und Gassenbuben nach Haus. Seitdem heißt er Doktor Fledermaus. Er hat sich noch nicht gerecht. Ich bin auf meiner Hut. Was soll denn Tag ich vor dem Abend loben? Nein, nein. Und jetzt, meine Herrschaften. Und holt sich aus dem Glase Rubin auf den Hals.
der erste Sieg in Hand. Wie bei uns sind wir alle kaum, an der Bank ist sie dann, loben wir schon voll, denn der erste Sieg. Spezielles Herr Marquis. Merci, merci, merci. Au revoir, Chevalier und Marquis. Merci, merci, merci. Oh, merci, merci, merci. Halter die Hand, lass ich das an. Ich seh, dass ich die Paare gewunden, dass manche Herzen in Liebe verbunden, drum lassen uns von Schwestern und von Frieden sein. Eine große Bruderschaft, es sei! Eine große Bruderschaft, es sei! Auch ihre schöne Maske, seid dabei! Und wechseln wir die Abwüste. Voll kleinen Teich, wie das Blas von jeder sieht, zum Nachteil. Thank you.
meine Herrschaften. Thank you.
Stütze, Freund, ja, deine Stütze fürs Leben. Welchen Rühren wir sind, wird das immer Reste geben. Schau, wie viel Schaft deiner ist. Horatio! Brüder, meine geht auch nicht recht, weil sie schon gegangen ist. Heute hier vor allen, lass die Maske endlich fallen, dass ich sehe, wen ich besiegt und wer meine Uhr gekriegt. Verlang nicht zu schauen, was hier vor dir erbeben wirst du von diesem Blick. Du, was heißt denn das? Was heißt denn das? Wir waren endlich in der Spaß. Du, mein Mann. Schussion! Schussion! Jetzt, du Weichen. Schussion! Schussion! Du, ich habe schon Courage, Schätzchen, länger zier dich nicht. Verberg ich mein Gesicht? Ah, das immer glaub ich nicht. Nein, das schmeckt mir nicht. Sehen muss ich ihr Gesicht. Ihr muss ihr Gesicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs! Meinen Hut! Meinen Hut! Es ist die höchste Zeit! Meinen Hut! Meinen Hut! Es ist die höchste Zeit! Den Hut! Hört auf mir schreien! Der Herr ist alles mein! Denkst du nicht, was ist ein? Meinen Hut! Meinen Rock! Leck mir meinen Rock! Von der nächsten Ecke das Scheide mir. So lasst uns gehen, auf Wiedersehen. Ha, 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 wir werden mal frei. Wiedersehen, du sind ein Fall. Geht zum Ziel, so lang geht heut. Noch mal in die Stadt.
kommt, dann will er seine Ruhe haben. Ja? Servus, Franz! Die braucht er! Ruhe, hab ich gesagt! Sie Herr von Nummer 12! Sie sind hier nicht in der Oper, Sie sind hier in einem seriösen Lokal. Hier wird nicht gesungen, hier wird gebrummt, ja? Wirst du jetzt ruhig sein? Ja. So was, zuerst der Teufel und dann ein Schwan. Es muss ein Vogelhändler sein. Die brauche ich nicht mehr. Guten Morgen. Na, habe Dere. Das ist der Schlegowitz. Ist aber gut, dass ich dran denke. Wo habe ich? Ah ja. An meiner Brust der süße Reine. Und da schau her. Der muss verdunstet sein. Außerhalb der Amtszeit. Ach, aber ich habe ja noch immer mein Reservoir. Ich bin ein Mann des geraden Weges. Ich werde mich jetzt an die Obrigkeit wenden. Meine Mutter hat immer gesagt, Johann, hat sie zu mir gesagt, Ordnung ist das Wichtigste im Leben. Immer die Ordnung. Das war ein Gipfel, so. Der gute alte Kaiser, Herr Franz, wir zwei sind die Letzten aus Ordnung. Jetzt muss ich aber die Stratosphäre wieder verlassen. Wenn heimlicherweise ein Engelein leise mit rosigen Füßen die Erde betritt. Das ist halt so. Es ist ein Meister vom Himmel gefallen. Na? Ein Glatteis hat's in dem Haus. Ja. Ohne Fleisch, kein Press. So eine Bewegung macht durstig. Nein, mit dir singe ich nicht. Mit dir bin ich jetzt böse. Naja, das ist was anderes. Na, was? Immer muss man böse werden. Warum singt er denn das nicht gleich? Aber schnell trinke ich nicht, ich trinke langsam, aber regelmäßig. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, der Schlegowitz. Na? Jetzt find ich's nicht. Wirst du und bleib? Na ja, so hat man wenigstens zweimal was davon. Ach, das war jetzt schon überwitz.
Er macht direkt einen anderen Menschen aus mir. Aber warum sollen der andere Mensch nicht auch einen Schlegowitz haben? Was? Gebe ein Wort, John? Na, du hast. Ich danke dir. Ich bin ja nicht so. Ich gönn ja an jedem was. Das ist ein Betriebsklima. Ach, wie so trügerisch sind Weiberherzen. Wirst jetzt ruhig sein! Der singt es da deutsch, ne? Der traut sich was. Das wie die Zeit vergeht. Man kann nie wissen. Der Teufel schlaft nicht. Seh, ja, seh her, seh. Jetzt sind sie aber ruhig da drin. Jetzt sind sie aber ruhig, sonst fliegen sie hier hinaus. Aha. Davor hat jetzt Angst, der Sängerknabe. Aber... Ja, was ist das denn? Ja, was? Und da... Ich wette jetzt mit mir um einen Schlingerowitz, der fängt wieder zum Singen an. Bevor ich bis 13. Eins! Nimm dir den Daten. Zwei! Der wird mich doch nicht im Stich lassen. Halber, drei! Drei, Viertel, drei! Na, gewonnen! Gewonnen! Mensch, Herr Gefangener, Herr Hefenbruder, Herr Kammersitzer, können Sie mir nicht von drinnen aufsperren? Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Na, bleiben Sie ruhig sitzen. Es ist ja eh offen seit dem ersten. Sagen immer, wärst nicht aufgestiegen,
wärst nicht obig gefallen. Blödsinn. Ulla! Du gefällst mir. Ida? Du auch. Lieber Marquis! Du bist mein Freund. Gib mir deine liebe Hand. Majestät wird anerkannt, rings im Land. Jubeln wir Champagner, der erste Land. Ist die Champagner? Vergötzt. Offener Idiot, sehen. Das nehmen Sie jetzt sofort zurück. Zumindest dem Zofenen, ja? Also gut. Was denn? Sie Idiot. Na also, jetzt ist in Ordnung. Aha, ein Frischling. Anna, es ist eh nur der Direktor. Er seufzt unter dem Druck der Presse. Oh, hört er! So ein Besser! Das war mein Lieblingsfinger. Herr Direktor, das Froschel ist da. Herr Direktor, zum Rapporteln. Ja? Nee, nicht kitzeln, was? Olga. Gib mir lieber einen Kuss. Herr Direktor, hier endet Ihre Amtsbefugnis. Herr Direktor, Amtsdiener Frosch meldet sich zum Rapport. Was wächst mich denn auf, du? Du besoffener Idiot! Das habe ich heute schon irgendwo einmal gehört. Was haben Sie denn, Herr Direktor? Kopfweh. Ich meine, ich habe Kopfweh. No, Kopfweh habe ich. So ein Kopf muss einem ja wehtun, Herr Direktor. Rapportieren wir. Frosch, was gibt es Neues? Nichts weniger, Herr Direktor. Ja. Nichts. Was? Nichts. Beistrich, so, ja. Würdiger Herr Direktor, Beistrich, ja. Nichts ja, außer auf der Zeit. Ja. Nur der Gefangene von Nummer 12 wünscht einen Bechsteinrand. Ja.
Was Ihr Angestellten kann? Einen Brechtbeistand. Was denn? Was? Einen Rindstein, einen Rechtsbeistand. Na, einen Advokaten will er haben. Ne? Das ist sein gutes Recht, ne? Verfluchter Champagner. Na, was ist denn? Verfluchter Schlingerwitz. Es hat geläutet, Frosch. Jawohl! Haben Herr Frosch gehört, dass es geläutet hat? Das kommt davon, weil wir eine Glocken haben. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Geh zum Fenster und schau nach, wer geläutet hat. Muss das sein? So soll ich vielleicht gehen. Lieber war's mir schon. Was denn? Sofort hingehen. Lach schon, wer geläutet hat. Wie Sie das übers Herz bringen, einen unschuldigen Menschen so hin und her hetzen. Das ist wirklich eine Was ist denn passiert? Nichts, Herr Direktor. Ich habe nur eine staatliche Fensterscheibe dienstlich verbogen. So. Ja. Was sehen, Herr Frosch? Scherben, Herr Direktor. Ja. Was sehen, Herr Frosch, noch? Zwei Damen, Herr Direktor. Aber es können auch nur eine sein. Zwei Damen? Ja. Wie schaut's denn aus? Wieso gefallen nicht, Herr Direktor? Aber nicht wie du ausschaust, wie die Damen ausschauen. Wie die Damen unten ausschauen, Mann. Wie die Damen ausschauen? Unten? Du suchst von unten. Herr Dürre! Herr Rektor, ich melde gehorsamst Gesundschanz aus. Gesund! Ungerufen. Gesund. Frag, was Sie wollen, frag, wie Sie heißen. Es ist ja zum Wahnsinnig werden! Was wollt ihr denn? Wie heißt ihr denn, Butzerlum? Es ist ja zum Wahnsinnig werden! Was? Sie sagen, ich soll sagen, Sie seien die Olga und die Ida. Die Olga und die Ida? Sagen Sie! Ja, führ sie rauf, schnell! Schnell! Der Schnell ist Sturm, Herr Direktor. Heute Nacht ersoffen im Schliegerwitz. Heute Nacht die Olga und die Ida. Die zwei waren noch nie da. Heute sind sie schon so früh da. Da legst du nieder. Mit der Olga und der Ida. Es war nicht zwider. Nur was Niederschlagendes fände. Komisch, es schmeckt nach gar nichts. Herr Direktor! Ja. 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 Herr Direktor! Yes. Herr Direktor! Ja. Die Damen, na gehen's gerade jetzt, Herr Direktor.
Herr Direktor, die Damen möchten einen Kavalier Cagrin sprechen. Oh, ja. Aber das können Sie. Geh hinaus, lass uns allein. Herr Direktor! Herr Direktor! Was ist es? War's nicht besser, wenn ihr die Putzerin übernehmt? In ihrem Zustand dann? Hinaus? Wie, Herr Direktor? Hinaus! Ja, nicht. Entschuldigung, bitte. Ja. Bitte. Der Herr Chevalier werden sich gewiss über unseren Besuch sehr wundern. Also ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich über gar nichts mehr. Wir haben Ihnen nämlich ein Geständnis zu machen. Was jetzt schon? Ist das etwas passiert? Ja, ich bin nicht das, was ich scheine. So, wie soll ich das aufpassen? Ich bin nämlich im Dienste des Herrn von Eisenstein als... quasi als Hausdame? Ja, halt als Stubendame. Der Stubenmann ist! Was Stubenmädel? Sie haben sich von mir die Hand gewissen lassen. Den Mund ja auch! Oh, Gott, das bleibt aber unter uns. Sie geht um ihre Direktion, um ihre Diskretion. Ja. Aber natürlich bleibt das unter uns. Aber so peinlich, diese Abschlägerei. Aber dass Sie doch den Helm von Eisenstein sehen, finde ich eine große Bitte. Bitte. Ich war nämlich in dem schönsten Kleide meiner Gnädigen beim Bar in Villa Orlowski. Jetzt möchte ich Sie sehr bitten. Bitte, Onkel. Warte. Dass Sie ein gutes Wort für mich einlegen. So, dass Ihnen verzeiht. Ne? Aber nein. Nicht? Was denn? Dass er mir das Kleid schenkt, was mir gar so gut steht. Augenblicklich entlassen wir Sie, Ihre Herrschaft, mein liebes Kind. Das hat er schon längst getan. Was hat er schon getan? Ja, wir sind nämlich gekommen, um Sie zu bitten, dass Sie meiner Schwester behilflich sind, Sie als Künstlerin ausbilden zu lassen. Mich hat auch so ein Vornehmer hier ausbilden lassen. Beinahe uneigennützig, könnte man fast sagen. Was ist uns? Ich soll Sie auch so unausgenützt ausbilden lassen? Ja! Was hat sie, haben Sie den Verstand verloren? Ja! Da. Ich möchte dich nämlich unters Theater. Möchte ich nämlich unters Theater? Sag, Sie, haben Sie überhaupt ein Talent dazu? Ob ich was habe? Ein Talent? Talent? Ja. Affal. Russisch in Pimperlitsche. Natürlich habe ich ein Talent. In Pimperlitsche, hat sie zu mir gesagt. Jetzt in der Früh, Bimperlitsche, so kann ich. Schwierig und schon vom Lande, natürlich in kurzem Gewande, so hüpf ich ganz neckisch umher, als ob ich ein Eichkapfel wäre. Und um den sauberen jungen Mann, so blitzlich lächelt ihn an. Durch die Finger zwar nur, als ein Kind der Natur, und so von einem schönen Bad, so fängt mein Schmerzen auf dem Land und folgt immer, wohin ich geh, sag ich naiv, sehr schlimm, es ist mich zu lieb, ist groß und dann und lang auf der Letzte zu singen an. Thank you.
Mordsbrand. Ja, bitte, bitte, bitte bedien dich, mach ganz, als ob du zu Hause wärst. Was, zu Hause? Ja, das bin ich ja nicht doch. Das kann eher ich von mir behaupten. Du? Ja. Ja, was hast denn du angestellt, dass sie dich einkastelt haben? Mein lieber Freund, die Wahrheit muss ja doch einmal heraus. Ich bin weder Marquis, noch heiße ich Chagrin, sondern ich heiße Frank. Ja. Und bin der Direktor dieses Gefängnisses. Das ist ein Spaß. Ja, und ich bin ganz nass. Sag mal, bist du denn wirklich noch so besoffen, dass du dir einbildest, Gefängnisdirektor zu sein? Du zweifelst daran? Ich zweifle! Du sollst dich sofort davon überzeugen. Mein lieber Freund, du sollst dich sofort davon überzeugen. Aha! Du sollst dich sofort davon überzeugen! Herr Direktor! Wie oft soll ich noch läuten? Wie oft haben Sie denn geläutet? Ich habe dreimal geläutet! Das genügt vollkommen, Herr Direktor. Warte, Marquis! Was? Stell ein. Ich soll ihn packen. Ist er nicht ein bisschen groß für mich? Na, bleiben Sie sitzen, damit Ihnen der Wisch. Was ist das für ein Individuum? Keinen Widerstand! Ernst? Das ist ein Polizeigriff. Lassen Sie mich in Ruhe, Mann. Sie stinken ja nach Schnaps. Na, wenn Nina wäre, ich vielleicht die Kollegen saufen, Herrn. Sie haben aber auch nicht gerade mit Feigerlwasser durchgelegt. Herr Direktor! Lassen Sie mich los! Soll ich ihm das Manschetterl anlegen? Nein, lass mir das fangen. Das war nur ein Spaß von mir. Ein Spaß? Das ist ja keine Ordnung. So kein Spaß. Was ist das für eine Ordnung, so ein Spaß? Siehst du, mit solchen Leuten... Herr Direktor! Was ist denn los? Herr Direktor! Was ist denn?
Wir sind entmord! Dort ist doch der Ausgang! Irrsinnig! Idiot! Ich glaub, das ist der Eingang! Das ist ja ein Mensch da. Ja, das ist so passiert. Also, ist es überzeugt, mein lieber Marquis? Hör doch endlich auf mit diesem depperten Marquis. Ja. Ich bin ebenso wenig ein Marquis wie du ein Chevalier und komme hierher, um eine achttägige Arreststrafe abzusitzen und heiße Eisenstein. Das ist ein glänzender Spaß. Jetzt bin ich ganz nass. Mein lieber Freund, genauso wie ich dir bewiesen habe, dass ich Frank heiße, kann ich dir beweisen, dass du nicht Eisenstein bist. Ich bin nicht ich. Nein. Da bin ich aber neugierig. Ich habe nämlich gestern Abend, dieser Schlechner, ich habe gestern Abend Herr von Eisenstein persönlich, in seiner Villa verhaftet. Na, was sagst du jetzt? Ja, war er denn überhaupt zart? Stell dir vor, der war zu Hause, ja. Er saß ganz gemütlich im Schlafrock mit seiner Frau beim Souper. Schlafrock? Ja. Beim Souper? Ja. Mit seiner Frau! Sie nahmen so zärtlichen Abschied, dass ich ganz gerührt war. Mit meiner Frau? Nein. Mit seiner Frau? Was, seine Frau ist ja meine Frau. Um Gottes Willen, jetzt habe ich ja gar nicht gewusst, dass ihr zwei eine Frau habt. Wo ist dieser Herr von Eisenstein jetzt? Der ist jetzt auf Nummer 12. Du musst sofort mit mir reden. Nein, das ist ausdrücklich verboten. Ich muss sofort mit ihm reden. Es ist ausdrücklich. Der Besuch vom Gefangenen. Der Rektor macht mich rasend. Was ist jetzt wieder? Es ist schon wieder eine draußen. Ist schon wieder? Wer ist draußen? Eine Dame, sagt sie. Eine Dame, ist das ja. Ja, wie schaut sie aus? Das hat sie mir nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt? Hat sie vielleicht gesagt, wie sie heißt? Hat sie vielleicht gesagt? Das hat sie mir gesagt. Also, bitte, wie heißt sie denn, die Dame? Blaue Eiche. Blödsinn. Blaue Eiche. Blaue Eiche hat sie. Gelbe Buche. Rosalinde. Ich habe gewusst, ein Baum. Aber sie muss eine Marquise sein, weil sie hat die Chaiselon heruntergelassen. Mein lieber Freund, ich muss einen Moment hinausgehen. Ich bin gleich wieder da. Grüß dich Gott, mein Kind. Schon, was ist denn? In meinem Schlafrock. Und ich bin nicht ich. Ich bin seit gestern Abend eingesperrt. Ich glaube, ich werde verrückt. Obacht, ein Unfall. 1, 2. Warum führen Sie mich denn? Das ist ja doch blind. Ich bin nicht blind, ich heiße blind. Sein Feuerlöscher ist er. Wie ein Stotterer haben Sie aber eine flüssige Aussprache. Ich hole jetzt den Herrn von Eisenstein. Der Mensch sagt, er holt. Sie sind doch schon da. Ich bin nicht nur da, sondern auch dort. Was suchen Sie hier überhaupt? Sie haben mich doch holen lassen. Was, ich hab Sie holen lassen? Ja, der Amtsdiener hat ausdrücklich gesagt, Herr von
Eisenstein haben mich rufen lassen. Weil der Eisenstein ein Trottel ist. Das stimmt. Nehmen Sie das sofort zurück. Ich bin froh, dass es heraus ist. Halt! Ich habe eine Idee. Oh je. Sie müssen mir Ihren Posten abgeben. Sie haben einen viel schöneren Posten. Geben Sie mir Ihre Tasche. Nein. Unser Schwert. Ihre Jacke. Das letzte. Das Ihren Rock. So. Ihre Brille. Und Ihre... Ihre Perücke. Ich habe keine Perücke. So. Und das sind Ihre eigenen Haare. Was? Wasser! Wasser ist draußen! Was erlauben Sie sich? Sie haben sich erlaubt! Sie riefen! Herr Kummens! Kummens, da ist jetzt der Notar, der mit Ihnen da reden will. Aber es ist doch niemand da. Was? Jetzt ist der Kerl schon so blind, dass man ihn gar nicht mehr sieht. Wo könnte er denn sein? Was? Wird das lange dauern? Er stottert. Haben Sie Feuer? Sieh hier ist das Rauchen nicht erlaubt. Wo kümmert man da hin, dass das... Es ist einem österreichischen Beamten verboten, so kleine Beträge entgegenzunehmen. Das hat sich da jetzt schon herumgesprochen, ne? Aber was hinter meinen Rücken passiert, geht mir nichts an. Sag einmal, was bist denn du vom Beruf? Opernsänger. Oi, was ist eine miese Hocken? Und wo bist du engagiert? Hier in Wien. Oi. Und wo versteuerst? Auch hier. Na, dann bist du ein armer Hund. Dank heute, danke auch. Singen, hört er. Singen. Dirigieren hast du lernen müssen. Bissl fuchteln und du warst direkt am Mund. Jetzt geht der auch noch weg. Das ist wirklich entsetzlich. Mein Abenteuer wird wirklich schon ein bisschen fad. Kein Mensch kümmert sich um mich. Alfred! Oh, meine Holde kommt mich im Kerker besuchen. Oh, Name, los, ich brauche. Einmal im Leben vernünftig. Mein Mann muss jeden Augenblick da sein. Er darf sich nicht sehen, auch dazu in seinem eigenen Schlafrock. Aber Hase. Aber was heißt vielleicht weiß der Notarrat, der nicht herkommen kann. Eins, zwei, Obacht, ein Hupferl. Schauen Sie mal. Ja. Sind Sie nicht gewachsen ein bisschen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Hier raus! Ja, die Aussprache ist noch genauso flüssig. Ich stehe zum Fragen, pack dich in beim Kragen. Was wird es dich sagen? So wird er nicht sagen. Darf ich wohl es wagen? Na, wir ihn fragen. Wir werden ihn klagen, das ist uns jung. Der Mensch ist ganz schon, die sind uns jung.
Füchse fressen das schon. Jetzt bitte ich die ganze Sache mir ein zum Erzählen. Nicht das Geringste zu verhehlen, indes ich mir diese mache. Der Fall ist leider gut, wie Sie gleich werden sehen. Sogar verwickelt sie mich, das muss man eingestehen. Nun, wenn so Glück gegeben, sie zum Protokoll, worin ich sie verdenken soll. Ein seltsam Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig spät zupiert. Ein Glück, dass es so kam, sie handelt an den Fall. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie soll mich ja verteidigen. Verzeiht Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt so wenig hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nein, ich soll Sie ja verteidigen. Mein Herr, noch da, das war für wahr, sehr sonderbar, sehr sonderbar. Nur Ruhe in Not, in solche Wut. Verberge mir nicht gut. Ach, ja, meine Wut, gar nicht gut. Das Ganze war ein Zufall, nichts Übles ist passiert. Doch für bekanntes Wehren werde ich kompromittiert. Dass ich ja mit meinem Gatte für schuldig halten würde. Ach, oh, auf Reflex, Sie halten so schlecht. Was kommt in Ehren in den Sinn für so ein Jahr von Beiden? Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reicht so wie ich. Beleidigen? Nein, ich soll sie ja verteidigen. Mein Herr, noch da, das war für wahr, sehr sonderbar, sehr sonderbar. Nur ruhig, nur, ich muss mir gut. Verwölge jetzt die Wut, ich hab meine Wut, gar nicht gut. Ich bitte mir alles zu gestehen und nichts zu übergehen. Ist kein Detail mehr übersehen, ihr Zweifel ist geschehen. Was soll denn diese Frage hier? Mein Herr! Ich frag Sie aufs Gewissen, ist weiter nichts geschehen. Mein Herr, was wollen Sie von mir? Was sollen wir diese Frage hier? Ich frag Sie aufs Gewissen, ist weiter nichts geschehen. Denn alles muss ich wissen, alles muss ich. Mein Herr, es scheint fast, als empfinden Sie für meinen Gatten Sympathie. Nur muss ich Ihnen sagen, ein Ungeheuer ist mein Mann, und niemals ich vergeben kann, sein schändlich treuloses Betrogen. Nase drehen kann. Was ist so viel? Was soll das sein? Ich hätte nicht viel. Was soll das sein?
Was du also warst meine Angebetete? Jawohl! Ich trocke. Jawohl. Sie sind also Herr von Eisenstein. Jawohl, ich bin Herr von Eisenstein. Und Sie werden die Güte haben, mir Satisfaktion zu geben. Denk so gar nicht dran. Nehmen Sie die Hände aus meinem Schlafrock. Bitte, bitte. Erst werden Sie die Güte haben, Ihre restlichen 7 Tage und 7 Nächte selber abzusitzen. Ich soll also ja. Den Arrest. Das kennt euch so. Ich denke gar nicht dran. Ah, wie ich sehe, hat es hier schon eine kleine Erkennungsszene gegeben, meine Herren. Herr Eisenstein brennt darauf, von Ihnen eingesperrt zu werden. Ja, bitte. Kommen Sie, ich habe es erfahren. Herr Direktor! Herr Direktor! Die Damen von Nummer 13 wollen sich von mir nicht baden lassen. Verflossene Gnädige. Ich werde dir sofort eine verfließen. Gnädige Herr von Eisenstein. Ha! Was kümmert mich dieses Zeugnis? Ich gehe nun einfach nicht in den Arrest. Oh, aber da werde ich doch andere Zeugen herein. Ich bin alle am Schneider rein. Sie mir erklären nicht, was soll bedeuten die Geschichte, noch werd ich nicht klug darauf. So riecht sich die Fliehen aus, so riecht sich die Fliehen aus. Oh, Fliehen aus, so Fliehen aus, was denn nicht ist der Doktor aus, der arme Mann, die Straße leben kann. So erklärt mir doch nicht, bitte, alles, was dir Sorgen nach, war ein Scherz von ihrer Nacht. Und wir alle spielen mit. Prinz. Ich spielte mit! Unterwille! Ich spielte mit! Auf Nüsse mit! Ah, nicht als Mythe! Auf mein Schlafrock! Glück ist mit! Unsere Seligkeiten zücken, ob in Macht ist Wort mit Froh, Gattin, lass dein Herz mich drücken! War doch nicht das alles so, wir wollen ihm den Glauben, der ihm beglückt den Glauben! Bleiben im Arrest Sie hier, will ich Sie als Freund und Vater bilden lassen, wirst du auch. Nein, ich lass als Kunstmäzen, sollst deinem mir nicht entgehen. Das ist so fantastisch. Siehst mal bei mir so sitte, schaffst du. Siehst mal bei mir so sitte, schaffst du. Rosalinde. Rosalinde. Bitte vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner ist an allem schuld.